In diesem Video geht es um einen der gefragtesten deutschsprachigen Experten, wenn es um das Thema Finanzen und Risikomanagement angeht. Ich rede von Dr. Markus Krall. Ich glaube, die meisten werden mitbekommen haben, dass sie weniger Geld haben wie vor Corona. Alles wird immer teurer, die Inflation nimmt zu. Es ist schwierig, günstiges Geld zu kriegen, weil der Leitzins so weit nach oben ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wie kann ich mein Vermögen schützen oder aufbauen? Und deswegen habe ich mich mit Dr. Markus Krall beschäftigt und für euch in diesem Video eine Zusammenfassung erstellt von den Videos, die ich über ihn gesehen habe, so dass ihr fokussiert, komprimiert die Informationen in diesem Video kriegen könnt. Er wird über Anlageklassen wie Aktien, Immobilien, Fremdwährung, Kryptowährung und auch Edelmetalle sprechen. Also die breite Palette. Und da könnt ihr sehen, wie investiert Dr. Markus Krall und wie würde er investieren in der aktuellen, für die meisten schwierigen Zeit. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und starten gleich damit. Und bleibt bis zum Schluss dran, weil ich habe noch einen extra Tipp für euch, was euch extrem nach vorne bringen könnt und was die wenigsten sicherlich wissen. Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben und starten wir jetzt mit dem Video. Also erstmal beruht meine Recherche auf das Video "So investiert Dr. Markus Krall 100.000 für die Krise" und einmal Dr. Markus Krall stellt sein persönliches Portfolio vor, WOV-Talk, ja. Das sind die hauptsächlichen Quellen, wo ich diese Informationen her habe. Ich habe so noch ein bisschen recherchiert, aber ich habe diese Videos zusammengefasst, kompakt und möchte euch das hier ganz kurz vorstellen, dass ihr das alles auf einen Blick habt. Plus, es gibt noch ein extra Tipp von mir am Schluss von dem Video. Also ich möchte das Ganze mit einem Zitat von Dr. Markus Krall beginnen. Es ist relativ klar, dass Diversifikation weiterhin wichtig bleibt. Das heißt, man braucht mehr als nur eine Assetklasse, die gewissen Schutz vor Inflation oder auch deflationären Szenarien, Krisenszenarien, Crash-Szenarien oder Enteignet-Szenarien bietet. Zitat Ende. Der Leitfaden von ihm ist, Portfolio wird nicht auf maximale Rendite getrimmt, sondern auf maximale Sicherheit im Krisenfall getrimmt. Also das heißt konkret, er möchte hier sein Portfolio absichern für die Krise, nimmt vielleicht, so wie ich das verstehe, den ein oder anderen Kursverlust vielleicht im Kauf, aber Thema Inflation oder wenn gewisse Märkte einbrechen, dass er gut diversifiziert aufgestellt ist und dass die eine Anlageklasse eventuell die andere ausgleicht oder es gewisse Branchen, die andere Branche ausgleicht, wenn es da zum Crash kommt. So verstehe ich das Ganze. Und da sehen wir auch wieder, wie wichtig ist Diversifikation in verschiedenen Anlageklassen. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Anlageklasse Nummer 1. Das sind Kryptowährungen. Wie steht er zu Kryptowährungen? Kryptowährungen spielen bei ihm aktuell keine Rolle, ist aber mit einer spekulativen Beimischung einverstanden. Das heißt konkret, er ist nicht abgeneigt, hat aber aktuell keine Kryptowährung und konzentriert sich auf andere Anlageklassen. Thema Immobilien hat er gesagt, eingenutzte Immobilien mit wenig Schulden. Er selber hat mehrere Immobilien, hat aber aktuell keine Lust, die umzuschichten. Also auch hier empfiehlt er lieber in der eingenutzte Immobilie, die weiterhin behalten, die Schulden runterdrücken, aber jetzt keine weiteren Immobilien aufbauen. Ich denke mal, so wie ich das auch verstanden habe in meiner Recherche, möchte er einfach ziemlich auch agil sein in gewissen Phasen, dass man schnell gehen kann. Und wenn ich mehrere Immobilien habe, das ist jetzt meine Behauptung, auch Thema Enteignung, bin ich da nicht so agil, als wenn ich jetzt eventuell mein Gold im Ausland gelagert habe oder er war ja auch nicht abgeneigt bei dem Thema Kryptowährung. Wenn ich jetzt meine Bitcoins auf dem Hardware-Wallet habe, kann ich auch sehr, sehr schnell das Land verlassen, wenn es eine stärkere Krise gibt. Kommen wir zum nächsten Thema. Aktien hat mich selber auch ein bisschen überrascht. Hat er bis 20-30% von seinem Vermögen in Aktien. Warum? Weil die durch das gedruckte Geld an Wert gewinnen können. Aber nur Aktien kaufen, die krisenfest sind, mit hohem Eigenkapital und in Branchen, die krisenfest sind. Und jetzt sage ich euch, in welchen Branchen er investiert hat. Das sind Branchen wie Lebensmittel, Pharmaaktien, aber da gibt es einen Hinweis, nur
Pharmaaktien kaufen, die nicht an der Covid-Impfung beteiligt waren, weil wir hier noch von dem Thema Haftung sprechen, was eventuell in Zukunft auf uns zukommen könnte. Weiterhin Verteidigungs- und Rüstungsaktien empfiehlt er, weil auch da geht er davon aus, dass auch in Zukunft weiterhin aufgerüstet wird. Entertainment-Aktien, je nachdem, wie die Krise ausfällt, weil die Menschen möchten in schlechten Zeiten abgelenkt werden. Und das ist das typische Thema Brot und Spiele wie im alten Rom. Vor allem in Goldminen und Rohstoffe investieren, vor allem in Braunrohstoffe wie Öl, Uran, Braunkohle, Steinkohle, generell in Raffinerien, Kraftwerke auf Basis von fossilen Energieträgern. Er hat das so ausgedrückt, all das investieren, was die Grünen nicht mögen. Weil jetzt gab es ziemlich viel Bashing in diesen Bereichen. Das heißt, es konnte nicht so produziert werden, wie sie es wollten, weil auch viele Sachen politisch gesteuert worden sind. So habe ich das verstanden. Und dadurch gab es einen Mangel. Und dieser Mangel könnte bald aufgefüllt werden. Das heißt, einige Sachen sind hier eventuell unterbewertet in Zukunft. Des Weiteren sagte auch Big Tech-Aktien wie Google, Apple und Amazon und wie sie alle heißen, investieren, weil die sind so gut und so breit aufgestellt, die werden die Krise auch weiterhin überleben. Kommen wir zur nächsten Anlageklasse. Auch da hat er empfohlen, 20 bis 30% von seinem Vermögen zu investieren. Das sind Edelmetalle. Aber bei Edelmetalle aufpassen. Sie sollten im Ausland gelagert werden. Da ist die Empfehlung Schweiz oder Liechtenstein. Ein extra Tipp: In Liechtenstein fällt beim Silber die Mehrwertsteuer weg. Zusätzlich sagt er zu Edelmetallen, sie nehmen wenig Raum ein, sind leicht transportabel, plus den Effekt, den ich gerade sagte, Auslandslagerung, Schutz vor der EU und so weiter. Was für viele sicherlich auch überraschend ist, ist das Thema Anleihen von Fremdwährung. Hat er auch empfohlen, da extrem kurzlaufende von 3 bis 6 Monaten. Und da empfiehlt er Fremdwährung wie der US-Dollar, britischer Pfund, schwedische Krone, norwegische Krone, der Zloty aus Polen, australische Dollar, Singapur-Dollar, neuseeländische Dollar, Yen und Forint, die ungarische Währung. Da drin investieren in Anleihen, aber nicht mehr wie 3 bis 6 Monate. Auch hier sehen wir eine klare Diversifikation. Kommen wir noch zum Extra-Tipp. Der Extra-Tipp ist, man kann sich das Portfolio von Dr. Markus Krall auf alphanovum.de anschauen. Und wenn ich die Seite mal öffne, Alpha Novum, sehen wir auch hier unten schon, Dr. Markus Krall Portfolio, basierend auf die tiefgreifenden Analysen und Einsichten von Dr. Markus Krall, bieten wir ein spezielles Portfolio an. Mit dem Fokus auf Makroökonomie und Risikomanagement streben wir langfristigen Vermögensschutz und Renditen an. Also das Ganze kann man sich noch genauer anschauen, kann es gerne nochmal verlinken. Alpha Novum. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal vor die Kamera und ich werde Ihnen mal einige wichtige Punkte nochmals sagen. Ja, liebe Leute, ihr habt es gesehen, hauptsächlich Aktien, je nachdem Immobilien, Anleihen in Fremdwährung und natürlich Edelmetalle. Das ist grob gesagt seine Strategie mit unterschiedlichen Gewichtungen. Und ihr könnt mir gerne mal reinschreiben in den Kommentaren, was ihr für eine Strategie fahrt aktuell in der Krise und was ihr anders machen würdet wie Dr. Markus Krall. Ich bin da echt gespannt, was ihr da noch so vorschlagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.